Ja, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, zum einem der ersten Talks heute an diesem Winterkongress. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen in diesem kleinen, aber relativ dicht besetzten Saal. Und wir alle haben wahrscheinlich schon mal unseren Rechner neu gestartet. Diesmal geht es ein bisschen größer. Dani Graf, der hier den nächsten Vortrag hält über Update Schweiz, Demokratie-Hack für eine neue Verfassung, versucht ein ganzes Land zu rebooten. Also sind wir gespannt und freuen uns. Herzlichen Dank und begrüßt mit einem freundlichen Applaus Dani Graf. Ja, also erstmal hallo. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist für mich immer speziell, am Winterkongress zu sein. Ich freue mich immer auf die Referate und wenn ich zurückblicke, durfte ich hier damals mit Erik zusammen die EID-Kampagne vorstellen. Ist mir eine sehr gute Erinnerung geblieben. Und letztes Jahr, glaube ich, haben wir auch einen kurzen Talk gemacht zur Datenschutzinitiative. Und heute bin ich hier mit einem neuen, man darf schon sagen, Herzensprojekt, wo es eben wie einführend gesagt um etwas Großes geht. Es geht eben um die Verfassung der Schweiz, um ein Update. Und eben eigentlich ist es, wie ich sage, man darf es hier gut sagen, eigentlich das Betriebssystem der Schweiz, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist und eben ein Reboot erforderlich wäre. Ich habe da so die kleine Variante mitgebracht, das wäre das Original noch. Wir haben ja auch so ein Geburtstagsjahr der Schweiz, 175 Jahre Bundesverfassung, 1848. Der Bundesrat und die Parlamentarier haben das auf dem Bundesplatz mit einer kleinen Party, weil es ist niemand sonst gekommen, gefeiert. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das ist mein Exemplar, wo ich angefangen habe, vor etwa vielleicht 1,5 Jahren, öfters zu blättern und zu lesen. Auch im Vorfeld von diesem Jubiläum, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte das noch nie in der Hand, diese Verfassung. Ist ja eigentlich relativ dünn, handlich, das kann man eigentlich gut so auch mitnehmen. Und ich habe dann relativ oft so in der Verfassung ein bisschen geblättert, meistens so sonntags, wenn ich Zeit hatte, da kann man einfach ein bisschen stöbern, weil also ganz durchlesen würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Dann ist mal mein Sohn zu mir gekommen, Nick, und hat gesagt, hey, was ist das so für ein rotes Büchlein, was steht da drin? Und dann habe ich ihm eben auch gesagt, hey, das ist das Betriebssystem der Schweiz, das fand er interessant. Und dann, weil ich jetzt nicht ihm da vorlesen wollte, habe ich dann gesagt, du schau, da hinten hat es ein Sachverzeichnis, heißt es, Seite 75, für die, die das Büchlein haben. Und da steht eigentlich alles drin, was man da so findet. Und da sind wir so durchgegangen und haben ein bisschen geblättert und haben da, weiß auch nicht, so Themen angeschaut wie Glarus, Glaubensfreiheit, Gleichberechtigung, Gleichstellung, Glücksspiele, Gold und Gott. Und haben uns ein bisschen so durch die Verfassung geblättert und das war eigentlich sehr lustig und interessant. Und dann hat er eben irgendwann gesagt, so, jetzt will ich was nachschauen. Internet. Und ich habe mich natürlich schon ein bisschen gefreut, pädagogisch, oder? Und dann hat er dann gesucht im Index und er fand nichts und war natürlich total enttäuscht. Und fand das ein bisschen komisch, oder? Und ganz intuitiv, ohne jetzt irgendwie sich groß Gedanken zu machen. Und das war natürlich für mich ein schöner Moment, weil das ist eigentlich das Thema, wie ich auch die Verfassung gelesen habe. Ich habe eigentlich nicht geschaut, was alles schon drinsteht, sondern mich hat vor allem interessiert, was fehlt. Und ich glaube, das Internet ist so eine Chiffre für ganz viele Sachen, die in dieser Verfassung fehlen. Und das ist das Thema vom heutigen Abend. Ich möchte euch ein bisschen über die Frage etwas erzählen, warum fehlen da so viele Sachen in der Verfassung? Wie kann man das ändern und was wäre dann auch der konkrete Plan? Ihr wisst, dass diesen Cliffhanger schaffe ich nicht. Es geht um eine Volksinitiative. Also auch nichts wahnsinnig Neues, aber ich glaube, es ist eine Volksinitiative, die ihr so nicht kennt. Genau, und jetzt eben zur Frage vom Problem. Was ist eigentlich das Problem? Ich habe erwähnt, Internet steht nicht drin, aber natürlich ist das auch so eine Verkürzung. Man kann eigentlich sagen, die ganze Digitalisierung, die ganze Transformation der letzten 10, 20 Jahre, und da geht es ja um digitale Infrastruktur, um Datenschutz, um Zugangsfragen, das steht alles nicht drin. Und interessanterweise auch ein zweiter Begriff steht auch noch nicht drin, Thema Klima. Findet man auch noch keine Aussagen groß in der Verfassung drin. Für die, die das vielleicht verfolgt haben, die Gletscherinitiative wurde ja zurückgezogen und darum gibt es halt eben kein
Verfassungsartikel zu dieser Frage. Und ja, ist jetzt das schlimm, oder kann man sagen? Was heißt das, wenn jetzt so etwas nicht in der Verfassung steht? Und da gibt es natürlich, hier freue ich mich, das natürlich nochmal zu bringen, die EID, weil das ist ja noch nicht fertig, die sind jetzt ja dran. Und bei der EID zeigt sich eigentlich, was passiert, wenn eben Sachen in der Verfassung fehlen. Ihr erinnert euch, wir haben ein Referendum gemacht gegen die Privatisierung der EID. Wir haben das mit 64%, also mit einfach hoch gewonnen. Und dann gab es jetzt eben ein Gesetz dazu. Und ein Gesetz braucht ja eine Verfassungsgrundlage, oder? Und was haben Sie bei der EID genommen? Artikel 81, öffentliche Werke. Das lässt sich schnell vor, der Bund kann im Interesse des Ganzen und einen großen Teil des Landes öffentliche Werke einrichten, betreiben oder ihre Einrichtung unterstützen. Und ich weiß, ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie alt 81 ist, aber es ist sehr alt. Es ging nämlich da um öffentliche Bauten, also Infrastruktur, oder? Und wenn man auch schaut, in welchem Umfeld dieser Artikel sich bewegt, oder, dann haben wir, ist es im fünften Abschnitt und dort geht es um Straßenverkehr, Eisenbahnen, Fußwander und Velowege. Also dort wird dieses große Ding, also die EID, also die digitale Identität, wird da dran gehängt. In der Vernehmlassung gab es eigentlich keine kritische Stimme dazu, nur eine Partei hat sich da gemeldet, die SVP. Und ich glaube, sie hat zu Recht bemängelt, dass dieser Artikel eigentlich ein Kunstgriff ist, der eigentlich diesem Thema gar nicht angemessen ist. Und man kann dem sagen, es ist so ein kreativer Akt, dass man halt mit dem, was man hat, arbeitet. Und ja, okay, es geht, oder? Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, es geht jetzt nicht nur um die EID, sondern eben die ganzen großen Fragen hier, eben Straßenverkehr, aber digitale Infrastruktur, wo steht das drin in der Verfassung, oder? Wer ist zuständig dafür? Wer baut das? Wer stellt es sicher? Wer entwickelt es? Die ganzen Fragen der Zugänglichkeit zu digitaler Infrastruktur. Also welche Rechte haben wir? Das steht nicht in der Verfassung. Man kann es zum Teil irgendwie ableiten, aber eigentlich ist es eine Frage, wenn ich sage, ich bin Bürger, ich möchte das wissen, dann soll es da drin stehen. Und es ist jetzt nicht so, dass gar nichts passiert ist, wenn wir jetzt das Thema Digitalisierung nehmen. Da gibt es ja zum Glück die Kantone. Und im Gegensatz zum Bund sind sie, man kann sagen, oft ein bisschen schneller und machen auch Nägel mit Köpfen. Also vielleicht erinnert ihr euch an das Referat von Alexis Russo, vor vor drei, vier, fünf Jahren, es war vor Corona, das weiß ich noch, am Winterkongress. Dort hat er das Konzept der digitalen Integrität vorgestellt. Und er hat es dann, und andere haben es dann geschafft, das in die Kantonsverfassung von Genf einzubringen. Und es hat, glaube ich, noch weitere Kantone, was ich jetzt gesehen habe, auch der Kanton Wallis hat diese Idee von der digitalen Integrität in die neue Verfassung aufgenommen. Unten das Sternchen wichtig, diese neue Verfassung wird am Sonntag entschieden. Also ja oder nein, das ist sozusagen einer der neuen wichtigen Artikel. Und wenn man das jetzt durchliest, dann denkt man so, okay, das, so etwas könnte es etwa sein, oder? Also das sollte auch in der Bundesverfassung erwähnt werden. Eben, es geht um die digitale Integrität, aber zum Beispiel auch der zweite Absatz, ein Anspruch auf einen offenen und diskriminierungsfreien Zugang zum Internet. Klingt schon mal gut, hätte man auch den Begriff Internet in der Verfassung. Ich will jetzt da nicht vertieft einsteigen, das wäre ein eigenes Thema, da fühle ich mich jetzt auch nicht sehr kompetent. Was ich aber sagen möchte, eben, es gibt Ideen, es gibt auch andere Bereiche, wo das Thema Digitalisierung auf kantonaler Ebene schon angegangen wurde, auf nationaler Ebene fehlt sogar die Diskussion, oder? Man bastelt etwas mit der EID, es gibt keine, von mir aus, also ich sage, ich weiß von keiner Debatte, dass irgendwelche Verfassungsartikel, und das müssen ja mehrere sein, bei diesem großen Thema der Digitalisierung einfließen sollten. Jetzt kann man fragen, okay, was ist das Problem, oder? Und ich möchte hier jetzt auch nicht eine große politische Analyse eintauchen, aber es ist relativ einfach. Das Erste sind die Politikerinnen und Politiker, das Parlament. Man darf sagen, es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die das auswerten, dass viele Politikerinnen und Politiker nicht so großes Interesse haben an den großen Themen, die mehrere Jahre gehen, oder? Oft geht es darum, jedenfalls bei einigen und auch bei der Parteiplanung, dass man durchaus jetzt eher die kleineren Themen hat, weil man will ja auch Erfolge feiern und die ganz großen Themen sind manchmal ein bisschen schwierig. Und
Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Analyse, aber es liegt ja auf der Hand, wir haben große Themen und wenn das Parlament nichts dazu macht, ja, eben, kann man sich fragen, warum. Das Zweite, und das ist vielleicht doch das Wichtigere, ist, warum ist es möglich, dass Kantone viel schneller auch so diese Themen aufnehmen und durchaus konservative Kantone, also ich sage jetzt Wallis ist jetzt nicht sehr progressiv auf der Linie, glaube ich, oder andere Appenzell, oder, die jetzt an einer Totalrevision dran sind, warum schaffen die es, dort wirklich solche Themen einzubringen? Und ein Verdacht, den ich habe, da gibt es auch Anhaltspunkte, dass das durchaus ja auch faktenmäßig abgestützt werden kann, ist das Thema Lobbypolitik. Wir haben einfach in Bern das Problem, dass verschiedene Interessengruppen eigene Agenden haben, die manchmal vielleicht von den Grundinteressen der Bevölkerung ein bisschen abweichen. Und bei vielen Themen stellen wir einfach fest, die wirklich auch wichtig wären, dass diese dann halt nicht behandelt werden, erstens, oder? Oder zumindest, was oft passiert, man kann sie sehr, sehr lange herauszögern. Oder das Dritte, man kann sogar den Wählerwillen, wie beim Tabakschutzgesetz, ich weiß nicht genau, das habt ihr vielleicht mitbekommen, das Parlament eine Volksinitiative ein bisschen umgedeutet hat, sogar das ist möglich. Und wie gesagt, wenn ich jetzt tippen müsste, wie lange geht es, bis die wichtigen Themen der Digitalisierung, ihr habt ja auch mitbekommen, dass DigiGest an einem Datenschutzinitiative arbeitet, wie lange würde es gehen, bis das Parlament das aufnimmt? Und ich wage keine Prognose. Also ich hätte gesagt, 10 Jahre vielleicht, bis so etwas fertig dann behandelt ist, vielleicht noch länger. Und in den Dimensionen, wenn wir darüber nachdenken, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, wäre das einfach zu lange. Gut, jetzt kann man fragen, ja, was können wir tun, oder? Die einfache Antwort, oder? Das kommt dann nachher, wir machen eine Volksinitiative, oder? Und zwar eine Volksinitiative, wie ihr sie alle kennt, habt sicher schon viel unterschrieben. Eine Volksinitiative auf eine Teilrevision. Also beispielsweise eben auch die Datenschutzinitiative, wo man einfach sagt, man nimmt einen Teil vom Ganzen und macht da mal vorwärts, oder? Initiativen sind wichtig und gut, also sie haben aber ein paar Probleme. Und die möchte ich auch kurz erwähnen. Das erste, Initiativen sind ein Hochrisikospiel. Normalerweise, und da würde ich eben die AV-Initiative, wo wir alle gespannt sind, was am Sonntag rauskommt, rausnehmen, haben Initiativen nur eine Chance, wenn man einen Gegenvorschlag vom Parlament bekommt, einen direkten auf Verfassungsebene oder auf einer indirekten Ebene. Sonst, normalerweise ist es sehr schwierig, mit Ausnahmefällen eine Initiative durchzubringen. Das heißt, also, wir haben einen großen Prozess, wo wir möglicherweise am Schluss wenig haben. So, muss man sagen. Und da kommt eben die Sache mit den Initiativen. Es geht sehr lange. Eine Initiative zu starten bis zur Abstimmung, das sind meistens 7, 8, 9, 10 Jahre. Also ich finde das immer noch für eine zivilgesellschaftliche Organisation eine sehr lange Zeit. Das Zweite, Initiativen sind nicht gratis. Aus der Gletscherinitiative beispielsweise, das war eher eine teure, kann man sagen, das Projekt hat vermutlich 8 Millionen Franken gekostet, vielleicht sogar mehr. Wer hat das Geld? Also ich weiß nicht, was DigiGest in der Kampfkasse hat, aber das wird meistens ein bisschen schwierig, weil es geht eben lange und das Geld gibt man zum Beispiel auch während der parlamentarischen Phase aus. Also grundsätzlich für uns Zivilgesellschaft mega teuer, oder? Risikoreich, mega teuer. Und das Dritte, das muss man auch nicht unterschätzen, es bindet extrem viel Kraft. Also Unterschriftensammlung, wisst ihr, wenn ihr wieder rennen müsst, wenn ihr Mails bekommt von Kire und anderen, man braucht wieder Unterschriften. Es braucht sehr viel Kraft, es ist schwierig. Und jetzt kommt doch noch ein bisschen das Killer-Argument, oder? Bei großen Themen, sei es jetzt Klimaschutz, Digitalisierung, man kann auch sagen, demografische Entwicklung, es gibt ganz viele große Themen. Das Killer-Argument ist, eine Initiative auf Teilrevision muss die Einheit der Materie, das klingt schon fast ein bisschen so gurumäßig, die Einheit der Materie beachten, oder? Das heißt, man darf eben nur etwas Kleines ändern und das darf nicht in einem größeren Zusammenhang mit anderen Themen sein. Also man darf nur immer ein kleines Thema machen. Das macht durchaus Sinn, weil bei der Abstimmung ist es vielleicht gut, dass man auch weiß, über was man abstimmt und nicht irgendwie 3, 4 verschiedene Themen hat, die irgendwie gekoppelt sind. Aber auf der anderen Seite, der Change-Faktor oder einer Volksinitiative ist wegen dem relativ klein. Also es ist schwierig, eben zum Beispiel das Thema digitale Infrastruktur und Datenschutz in eine Initiative zu packen. Wäre aber eigentlich sinnvoll, wenn wir sagen, wir wollen eine Diskussion über Digitalisierung.
Und das führt dazu, dass wir, sage ich, rede immer wir als Zivilgesellschaft, meistens dann nicht nur eine Initiative, sondern zwei, drei, vier, fünf Initiativen machen müssen. Bei Themen, die zum Teil relativ nah sind, weil es geht gar nicht. Und jetzt kann man sich fragen, wenn man mal eine Liste macht von wichtigen Themen, ich habe eins, zwei genannt, und ich habe auch, weil einige von euch wissen vielleicht, dass ich die Plattform WeCollect aufgebaut habe, wo wir Volksinitiativen und Referenden, wo wir Unterschriften sammeln über eine Plattform. Und meine Schublade für nächstes Jahr ist ziemlich voll. Ich glaube, es sind 10, 12 Initiativen. Also da, das wird gemacht, aber das sind alles so kleine Initiativen, die, also kleine, große Initiativen, aber die ganz verschiedene Themen sind und die Leute machen das meistens auch ein bisschen mit einer Ausrichtung, weil mehr als eine Initiative ist manchmal schwierig für Organisationen. Lange Rede, kurzer Sinn oder umgekehrt. Wenn wir etwas ändern wollen, wir haben kein Instrument, dachte ich. Und dann habe ich halt gemerkt, dass in der Verfassung gibt es etwas, was ich nie gehört habe, Staatskundeunterricht besucht, aber kann mich nicht erinnern, dass das Thema war. Und zwar gibt es Artikel 138. Und das ist eigentlich der Supercode in dem Sinn, oder? Dort steckt nämlich etwas drin, das mir nicht bekannt war. Und das, seit ich das gelesen habe, das mich sehr fasziniert. Es gibt eben diesen Update-Button. Und dieser Update-Button, nicht, dass er die Regierung oder das Parlament irgendwie finden kann, man muss eine Totalrevision machen. Das können sie auch. Also der Bundesrat und das Parlament können jederzeit sagen, es ist Zeit für ein Update. Machen sie halt aber nicht. Oder eher unwillig. Aber wir als Bürgerinnen und Bürger haben auch die Möglichkeit zu sagen, hey, Update oder wie du es gesagt hast, Reboot. Ihr seht, wir brauchen 100.000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten. Und genau, dann stimmen wir ab, oder? Über alles. Und das ist dann immer ein bisschen den Moment, wo alle sagen, wirklich alles? Alles, ja. Und das klingt schon ganz spannend. Also ich habe gemerkt, mein Campaignerherz hat ein bisschen zu klopfen begonnen so. Und richtig heiß gelaufen ist es dann bei dem, was eben im Artikel 138 nicht drin steht, was man eigentlich auch nicht gerade rauslesen kann, oder? Vielleicht nicht so spannend, also das war jetzt noch nicht das Klopfen. Bei dieser Initiative geht es nur um den Prozess. Und das heißt, es gibt keinen Initiativtext, weil es ist nur, ich will eine Totalrevision. Man darf formal, und das ist ganz klar, keine inhaltlichen Vorgaben machen. Ich kann nicht sagen, ich möchte mehr Tierschutz und ich bin noch für Europa. Das geht nicht. Es ist wirklich nur der Prozess Totalrevision, ja, nein. Und das Zweite, das war das Herzklopfen. Doppeltes Volksmehr. Ihr wisst, oder? Initiativen, doppeltes Volksmehr, das ist der Killerfaktor. Oder schwierig, das ist die große Hürde. Da steht nichts drin. Ich habe der Bundesverwaltung geschrieben und ich glaube, Michel, mit dir habe ich auch darüber diskutiert. 193. Also, da muss ich jetzt gerade blättern. Ah, du bist schon ein Zweiter. Genau, aber es steht eben nichts. Also, ich bin immer davon ausgegangen, Initiative doppeltes Volksmehr, ist doch klar, oder? Das ist die einzige Initiative, wo diese Regel nicht gilt. Das heißt, wir brauchen, wenn wir sozusagen alles rebooten wollen, diesen Prozess starten, brauchen wir an einer Volksabstimmung nur ein einfaches Volksmehr. Und seit ich das gehört habe, kann ich die Finger nicht mehr von diesem Projekt lassen. Und zwar aus dem einfachen Grund, es geht. Es ist möglich, für ein solches Projekt ein Volksmehr zu haben. Ich will das jetzt nicht lange ausführen, aber stellt euch jetzt vor, und das ist wirklich so, es ist klar, dass die Städte und die Agglomerationen bei dem jetzigen föderalen System ganz schlechte Karten haben. Das wissen alle. Alle wissen aber auch, dass man das nicht ändern kann, wenn man nicht die Verfassung ändert. Und es gibt durchaus sozusagen bei den Städten und Städten, Kantone, die von dem betroffen sind, der Wille eigentlich grundsätzlich das zu ändern, oder? Sie wissen aber nicht wie oder sie können es nicht. Und sie hätten aber auch Interesse daran, dass man eine politische Diskussion über das führen würde. Weil eben es ist nicht komfortabel, das System, wie wir es jetzt haben. Jetzt vorausgesetzt, wir haben die Unterschriften gesammelt, wir gehen in die Abstimmung.
Und wenn wir sozusagen, oder das Kampagnenteam das ein bisschen vorgeben kann, in der Kampagne nur schon diesen Hauch einpflanzen, dass mit dieser Totalrevision die Agglomerationen gewinnen können, die Städte gewinnen können, oder? Endlich von dieser, ich sage jetzt ein bisschen übertrieben, von dieser Geißel, von diesem föderalen System, das halt die Menschen, die eigentlich in den Städten wohnen, eigentlich nicht begünstigt. Wenn das klar wird, Mehrheitsfähigkeit, glaube ich, gegeben. Und das kann man auch mit anderen Themen machen. Das heißt, wenn wir diese Hürde vom Ständemehr nicht haben, haben wir ganz andere Möglichkeiten, eine Kampagne zu führen, die mehrheitsfähig wird. Und ich finde das jetzt auch, was ich gesagt habe, auch den Tatsachen entsprechend. Es ist wirklich ein Faktum, dass halt mit diesem aktuellen System Menschen in den Städten und Menschen in den Agglomerationen auf der Bundespolitik, wenn es auch um die Verteilung von Geldern geht, schlechte Karten haben. Jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet, Entschuldigung, aber ihr habt gehört, dort war mein Herz klopfen. Es gibt auch die kleineren Sachen und das ist auch ziemlich cool, Fast Track. Normalerweise Initiativen, wir reichen ein, 5 Jahre passiert nichts. Hier ist es nicht so. Die Abstimmung erfolgt etwa nach 1 Jahr, weil es gibt keinen Vernehmlassungsprozess. Das Parlament kann noch ein bisschen Ja, Nein sagen, aber ich schätze, in 1 bis 2 Sessionen ist das durch. Das heißt, wir haben eine extrem schnelle Abstimmung, Typus Referendum. Und dort auch aus der Überlegung, wenn wir sozusagen diese Initiative erfolgreich sammeln, richtig so in Schwung sind, oder? Dann können wir eigentlich mit der Einreichung gleich in die Abstimmungskampagne gehen. Für uns ein Vorteil, dynamisch, uns kostet auch wenig, wenn wir jetzt noch jahrelang warten müssen. Und ja, das ist der politische Reset, das ist dann eher noch das Spannende, wo das auch ein paar Leuten Angst macht. Wenn wir die Initiative gewinnen, auch an der Urne, gibt es etwas, was es in der Schweizer Geschichte noch nie gab, vorgezogene Neuwahlen. Bang, Reset, Parlament wird neu gewählt. Und zwar wird dann auch, also nicht nur das Parlament, dann auch der Bundesrat neu gewählt. Warum, erzähle ich dann später, ist nicht schlimm, oder? Also, aber ein paar Leute finden das ein bisschen spooky und ich kann euch sagen, dass die Parteien keine Freude daran haben. Genau, das ist jetzt der Prozess, wo ich einfach schnell durchgehen möchte, dass ihr nochmal wisst, was ist das jetzt für ein Projekt? Initiative ist klar, wir müssen Unterschriften sammeln, 100.000, 18 Monate. Das kennt ihr, Abstimmung, einfaches Volksmehr, habe ich euch auch schon gesagt. Neuwahlen, Parlament und Bundesrat, okay. Und dann beginnt der Prozess der Totalrevision und auf Bundesebene wird das Parlament beauftragt, diese Totalrevision durchzuführen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es im normalen Gesetzesverfahren heißt, bei Kantonen ist es so, also das Parlament hat den Auftrag, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Und dann, da kann man sagen, ist vielleicht ein Prozess von 6 bis 10 Jahren, braucht Zeit, oder? Das ist das ganze Buch. Dann wird es eine Abstimmung geben, wie jetzt im Kanton Wallis. Die haben, glaube ich, 6 Jahre gebraucht von Abstimmung bis Abstimmung. Also von Entwurf, also von Entscheid, wir machen eine Totalrevision, bis an diesem Sonntag, wo sie sagen müssen, ja, nein zur neuen Verfassung. Genau, und dort am Schluss ist eben auch wichtig zu wissen, dort ist die Hürde wieder hoch. Wir brauchen dort für die neue Verfassung das Volks- und Ständemehr. Das hat ein paar Implikationen, auf das komme ich später noch zurück. Und eben geht das Ganze, es ist auf kantonaler Ebene nichts Besonderes. Der Kanton Wallis hat 2018 eine Initiative, Volksinitiative lanciert, also Personen im Kanton Wallis. Das wurde dann mit 72% sehr deutlich angenommen, aber die haben auch eine sehr alte Verfassung, muss man sagen. Dort war vielleicht der Leidensdruck für gewisse Kreise ein bisschen größer. Und es gab dann eben einen Entwurf der Verfassung, das wurde dann diskutiert und eben am Sonntag kommt dann der Entscheid. Interessant ist eigentlich, was ist rausgekommen und was sich zeigt im Kanton Wallis, es ist vielleicht eine der progressivsten Verfassungen, die wir in der Schweiz haben könnten. Es hat Sachen drin wie kantonale Elternzeit, Klammer, solange es keine nationale Elternzeit gibt, Kinderbetreuung, vereinfachte Einbürgerung, Grundrecht auf eine gesunde Umwelt, es gibt die Gesetzesinitiative neu und, ich weiß nicht, Volksmotion, ob ihr das kennt, das gibt es auch schon in ein paar Kantonen, dass man Unterschriften sammeln kann und dann direkt dem Parlament einen Vorschlag macht. Also nicht so über eine Abstimmung, das ist ein sehr interessantes Demokratietool, auch das ist in dieser Verfassung drin. Also, wenn man jetzt mal so anschaut, nichts
ist es jetzt nichts etwas politisch Besonderes, aber auf nationaler Ebene eben ist es eine andere Sache. Jetzt auch, um ein bisschen in der Diskussion ein bisschen vorzugreifen, es gibt ein paar kritische Rückmeldungen, die immer wieder kommen. Ich werde dort eher jetzt so ein bisschen Ping-Pong-mäßig zwei, drei Antworten geben. Wenn es euch nicht reicht, dann sagt es nachher nochmal. Dann können wir es gerne noch vertiefen. Oder ist so eine Totalrevision ist gefährlich, zu aufwendig und es ist das falsche Timing. Gefährlich, oder man weiß nicht, was daraus passiert und so, da kann es ja total anders kommen. Das macht Angst, wer, ja, wenn die SVP das übernimmt und so. Dort kann man wie sagen, der Prozess hat eigentlich eben so einen Sicherheitsbereich drin mit dem doppelten Volksmehr. Also es wird nicht möglich sein, eine Verfassung, wenn man von den Lagern ausgeht, die ein Lager total ablehnt oder zwei größere, dann wird das nicht klappen. Also wenn es passieren würde, was ich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht glaube, dass es ein unfriendly takeover gibt, dann wäre es hart, aber vielleicht müssen wir am Schluss Nein sagen. Und das ist auch das Commitment zum Prozess, weil es ist ein offener Prozess. Wir können nicht einfach steuern und sagen, das wollen wir drin haben. Das gehört zu diesem politischen Spiel oder zur Demokratie dazu. Zu aufwendig. Kanton Wallis, oder? Vielleicht sagen Sie ja nein, oder? Was hat es gebracht? 6 Jahre Diskussion, oder? Und keine neue Verfassung. Lohnt sich das? Kurzfristig gedacht. Was der Kanton Zürich gemacht hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich muss es aber noch genau nachschauen, einfach als Disclaimer. Der Kanton Zürich hat auch eine Totalrevision gemacht. Erste Abstimmung, nein. Dann haben sie auch gesagt, okay, nehmen wir das und das raus. Zweite Abstimmung, ja. Oder? Und ich denke auch, der Kanton Wallis wird das machen. Ihr wisst, es geht dort vielleicht, also wer das verfolgt hat, um die Frage vom Minderheitsschutz oder vom Oberwallis, oder? Wenn es ein Nein gibt, dann wird vermutlich eine neue Verfassung kommen, wo man gewisse Sachen ändern muss, damit es mehrheitsfähig wird. Bad Timing, oder? Ukraine-Krieg, Trump wird es dann gewählt, vielleicht, oder? Grundstimmung nicht so gut, um euphorisch in die Zukunft zu blicken und zu sagen, wir bauen uns da eine neue kleine Schweiz, oder? Es ist eher Krisenstimmung. Und ja, also ich bin auch nicht euphorisch. Aber jetzt kommt das Grundprinzip. Ich glaube, wir müssen uns in der Zukunft immer Chancen eröffnen, in 15 Jahren, dass wir dort Veränderungsprozesse möglich machen können, die wir heute jetzt vielleicht eben nicht so spüren. Voll okay. Und das ist antizyklische Politik. Wir müssen jetzt in Projekte investieren, die in 3, 5 oder 10 Jahren möglich sind. Wenn wir es nicht machen, wir werden nicht eine Totalrevision in 10 Jahren einfach so starten. Das heißt, es gibt gute Argumente, ohne zu wissen, halt, wie die Zukunft, was aus der Zukunft wird, Projekte zu haben, die sich halt dann später entwickeln können. Dann auch etwas, warum wird alles besser mit einer Totalrevision? Also eben, ich bin ja fast ein bisschen, ich komme mir vor ein bisschen als Priester mit der Bibel, oder? Aber das ist eine sehr gute Frage. Das ist war für mich eigentlich die schwierigste Frage. Weil wenn ihr aufgepasst habt, haben wir ein Problem. Auf nationaler Ebene ist das Parlament zuständig für die neue Verfassung. Also die schreiben die eigentlich, oder? Das heißt eben, es gibt Neuwahlen, es gibt einen Auftrag ans Parlament. Und wer macht das? Unsere geliebten Parteipolitikerinnen, die im Parlament sitzen. Und eben, es gibt auch Kantone, die das so machen. Kommt das gut? Frage, berechtigte Frage dazu später. Es gibt einzelne Kantone, die können wählen oder haben in der Verfassung geschrieben, dass es einen Verfassungsrat gibt. Das heißt, mit einer Totalrevision gibt es ein neues Gremium, das gewählt wird. Und das Interessante darin ist, das kennt, glaube ich, im Kanton Zürich, war es auch so, wenn ich es im Kopf habe, dass dort eben nicht Parteipolitikerinnen gewählt werden, sondern Kulturschaffende, Sportlerinnen, Ärzte, Juristinnen, wer immer will oder und sich aufstellt, weil ich möchte dort da mitwirken, kann sozusagen, wenn er oder sie gewählt wird, dort mitmachen. Und der Kanton Wallis ist zum Beispiel ein Beispiel dafür und es ist auch ein Grund, warum diese Verfassung durchaus progressiv ausgefallen ist. Also die Frage, funktioniert das auf nationaler Ebene, wenn unser geliebtes Parlament eine Totalrevision macht? Dort kommt das rein, was ich Demokratie-Hack nenne, weil ja, wir können das nicht so nach Vorschrift durchziehen. Wir brauchen irgendein Element drin, wo wir wirklich glauben, jetzt aus einer Campaigning-Sicht, auch längerfristig, dass wir diesen Prozess noch verändern können. Und für mich ist der Schlüsselbegriff der Bürgerin-Verfassungsrat. Was meine ich damit?
Das Ziel ist, dass wir im Rahmen von diesem Prozess einen Bürgerinnen-Verfassungsrat aufbauen. Damit meine ich eine Allianz der Zivilgesellschaft, die das als Projekt sieht. Und zwar geht es darum, ich gehe jetzt nicht tief rein in diesen Bürgerrat, Zukunftsrat, das kennt ihr vielleicht auch, aber die Idee ist eben, es gibt ein Verfahren, wo einzelne Personen mit dem Los bestimmt werden. Das wird dann so qualitativ noch ergänzt, dass es ein repräsentatives Bild der Bevölkerung gibt, also von Bürgerinnen und Bürgern, die zusammenkommen. Das Zweite in unserer Logik, dieser Zukunftsrat, der soll dann mit Hilfe von Fachpersonen, weil eine Verfassung schreiben ist schon eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, soll einen mehrheitsfähigen Entwurf produzieren. Also so ein erster Entwurf für eine mehrheitsfähige Verfassung. Und jetzt kommt der Clou eigentlich, das machen wir gleich, wenn wir die Wahlen wenn wir die Abstimmung gewonnen haben. Also das heißt, Abstimmung gewonnen, dann ist das eben dieser Reset und dann kommen die Neuwahlen. Das geht vermutlich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und in diesem Zeitraum will ich, oder es ist mein Wunsch, dass wir schon einen neuen Entwurf haben, ausgearbeitet von einem Bürgerinnenverfassungsrat, wo sozusagen die mehrheitsfähigen Themen, eben, wir haben auf kantonaler Ebene, habe ich schon erzählt, sehr viele gute Vorschläge, dass die drin sind und dass wir mit diesem Entwurf in die Neuwahlen gehen. Egal, was für Parteien ihr wählt, oder, dass wir dort dann Politikerinnen und Politiker wählen, die sagen, ja, dieser Entwurf, mit dem können wir arbeiten. Und das heißt, wir machen politisches Agenda-Setting und ich kann euch versprechen, dass dieser Entwurf ein wichtiger Bestandteil der ganzen Totalrevisionsdiskussion wird. Das Dritte ist noch die Partizipation. Digitalisierung ist eben wichtig, weil es uns erlaubt, dass nicht nur dieser Zukunftsrat so sich mit 10, 50 oder 100 Leuten trifft und da irgendetwas ausarbeitet, sondern natürlich werden wir rund um diesen Zukunftsrat auch digitale Plattformen bauen, wo es zum Beispiel möglich ist, dass alle, die wollen, sozusagen in diesen Loop, was dort produziert und diskutiert wird, mitwirken können. Das ist ganz einfach, dass man einfach fragen kann, Vernehmlassung, oder? Das ist ein Vorschlag, was sind die Reaktionen? Und man kann Abstimmungen machen, oder es gibt ganz verschiedene Tiefen, wie so ein Prozess laufen kann. Natürlich kann man auch Veranstaltungen machen. Und das heißt, und das finde ich eben wirklich wichtig und auch cool am Projekt, wir werden diese Diskussion historisch wirklich ganz anders führen, als je in der Geschichte der Schweiz und in der Geschichte der Demokratie geführt worden ist. Es wird wirklich eine neue Art von Qualität geben, dass wir über mit sehr vielen Menschen, mit Interessengruppen über eine neue Verfassung reden können. Und ich bin da nicht Plattform-Euphoriker, aber es gibt halt schon Möglichkeiten, dass wir über Plattformen Diskussionen mit 100 oder 1000 oder mehr Menschen anders gestalten können, als wenn wir es in einem Raum machen. Und auch die Zugänglichkeit finde ich ein wichtiger Aspekt. Genau, und es gibt das auch, es gab zum Beispiel diesen Zukunftsrat U26, das waren glaube ich 30, 60 Jugendliche, die haben ein ähnliches Prinzip vor ein paar Monaten gemacht und die haben Empfehlungen für die psychische Gesundheit ausgearbeitet. Also diese Idee von Zukunftsräten, das ist nicht so eine Papiergeschichte, sondern das gibt schon, es wird auch in verschiedenen anderen politischen Kontexten verwendet. Genau. Jetzt möchte ich kurz zum Plan kommen, oder? Was machen wir jetzt? Und der Plan heißt, wir wollen eine Demokratiebewegung aufbauen. Weil wenn wir das sammeln wollen und an der Urne gewinnen und dann noch so einen Bürgerinnenverfassungsrat und eine Totalvision sozusagen mitprägen wollen, dann müssen wir einige Menschen sein. Und das ist das Ziel hinter dem Konzept. Wir arbeiten daran. Wir haben im Herbst 2023 in Bern eine Kick-Off-Veranstaltung gemacht, wo wir das erste Mal über das Konzept und die Idee gesprochen haben. Das war ein erstes Testing. Wir haben jetzt im Januar den Kick-Off der Kampagne gemacht. Vielleicht haben einige von euch schon unser Manifest gelesen und unterschrieben. Und jetzt im März sind wir dran, dass wir eigentlich mit der ernsten Kampagne kommen. Und nämlich ist die Frage, schaffen wir, dass wir 10.000 Menschen sind, die das Projekt unterstützen, schaffen wir es, dass 60.000 Unterschriften zugesagt werden und schaffen wir es, 200.000 Franken, das ist nicht viel für so ein Projekt, aber dass wir starten können. Von mir aus gesehen sind wir auf Kurs, eben wir sind schon 8.320, wenn ich es richtig aus der Datenbank gelesen habe
und wir haben jetzt schon ein bisschen mehr als 100.000 Franken in der Kasse. Und wie gesagt, jetzt kommt dann die Frage an diese bestehenden 8.000 Leute nach der Abstimmung am Sonntag, da lassen wir noch ein bisschen Zeit, wie viele Unterschriften sammelst du? Und eben wie gesagt, wenn wir 60.000 schaffen, dann starten wir im Juni. Jetzt eben, es ist auch eine spezifische Art von Kampagne. Es ist keine Kampagne, die ich schon mal gemacht habe. Es ist eine Kampagne, die mit ganz vielen Fragen sich auseinandersetzen muss. Es ist eine Kampagne, die eigentlich ein episch, also es wird immer größer, oder? Eine epischen Dimension absteckt. Es hat viele Fragen drin, Hoffnungen auch und Wünsche, aber auch ganz viele Erfahrungen. Und das Ziel, dass ich, wenn ich es auf den Punkt bringen möchte, ist, dass ich mit dieser Kampagne die Demokratie stärken möchte. Ich möchte die Blockaden, die bestehen, bei ganz großen, wichtigen Themen durchbrechen. Und das Wichtigste ist, dass wir wieder das Gefühl haben, dass etwas sich bewegt, dass wir bei wichtigen Themen vorwärts kommen. Und persönlich ist bei mir schon noch ein anderer Punkt drin, nämlich die Zeitfrage. Und klar, das Projekt geht vielleicht eben, so eine Totalvision geht auch 10 Jahre. Aber ich glaube, es sind gut investierte 10 Jahre. Und vor allem 10 Jahre, wo ich überzeugt bin, dass sie etwas in der Schweiz verändern. Was immer noch am Schluss rauskommt. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, dort Zeit zu investieren. Und ich habe ein Foto von der Klimademo, glaube ich, letzten Herbst, war die in Bern mitgenommen noch, wo ich mit meinem Sohn war. Und wenn wir nur ans Klimathema alleine denken, das ist ja auch etwas, das nicht mit einer Initiative gelöst wird. Wir haben die Gletscherinitiative gehabt, ich bin beteiligt an der Gletscherinitiative 2, aber wir werden das Thema nicht lösen, wir werden es nicht schaffen, wir sind zu langsam. Also für mich persönlich die einzige Hoffnung ist, dass wir wirklich einen Gang höher schalten können, jetzt auch beim Klimathema. Und jetzt kommt noch meine Angst. Meine Angst ist, dass unsere Demokratie aktuell zu schwach ist für die Herausforderungen der Zukunft. Wenn wir dann denken, die Klimakrise, oder? Wenn man die jetzt noch zusammendenkt mit Klimafluchtbewegungen oder Migrationsthemen, und das wird in den nächsten 10, 20 Jahren, gehe ich davon aus, was ich lese, spürbar werden. Das wird den Druck auf das politische System, auf die Diskussion in der Schweiz, in Europa erhöhen. Und ich bin nicht sicher, ob unsere Demokratie und die Einstellung der Menschen zur Demokratie genug stark ist. Die Hälfte der Menschen heute haben das Gefühl, dass die Schweiz, es gab eine Umfrage von GFS letztes Jahr, die Hälfte der Menschen in der Schweiz haben nicht das Gefühl, dass wir ein System haben, das große Probleme lösen kann. Und das ist für mich auch ein Grund, dass dieses Projekt ein Beitrag leisten soll, dass wir eben sagen, dass wir auch dieses System, das wir schon haben, unsere Demokratie, weiter ausbauen und weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das könnte ich jetzt noch weiter ausführen, weil das ist ein Kern, die Resilienz, das kennt ihr vielleicht, oder? Das erhöhen, weil ich glaube, die Zeiten werden eher schwieriger als einfach. Vielen Dank. Ja, danke vielmals für den tollen Vortrag und den tollen Applaus. Gibt es gerade noch Fragen aus dem Publikum? Wir haben noch etwa 5 Minuten. Es gibt ein Saalmikro in der Mitte des Gangs, bitte. Was einfach anstehen. während diesem Gang in den Gang, vielleicht so kurz, du hast am Anfang gesagt, dass es ziemlich lange dauert, solche Prozesse, und dass Politiker meistens nicht bereit sind, das zu verfolgen. Wieso soll die Zivilgesellschaft bereit sein, diese 10 Jahre plus minus zu investieren? Also wir machen es die ganze Zeit bei normalen Initiativen. Also 10 Jahre ist nicht eine lange Zeit. Das wäre die kurze Antwort, weil ich neugierig bin auf die erste Saalfrage. Gut, okay. Also ja, bitte. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich bin ein bisschen schockiert, dass ich das noch nicht gehört habe, aber ich bin schon jetzt Fan. Meine Frage ist zu diesem Verfassungsrat, weil laut Verfassung jetzt ist ja das nicht vorgesehen. Das ist ein Vorschlag von dir oder von diesem Komitee. Wie genau soll das funktionieren? Wird das als Vorschlag präsentiert? Weil in dieser initialen Abstimmung kann ja das nicht Teil davon sein. Und deswegen müsste das ja einfach irgendwie vorgeschlagen werden und jemand müsste das dann akzeptieren oder verwerfen.
Also es gab in der Schweiz schon verschiedene Bürgerinnenräte. Zum Beispiel das Bundesamt für Landwirtschaft hat einen Bürgerinnenrat gemacht oder so eine Art, um über Zukunftsfragen von Ernährung, Landwirtschaft etc. zu diskutieren. Es gab eben diese U24, und das sind aber alles Bürgerinnenräte, die keine politischen Rechte haben, im Sinne, sie sind einfach sozusagen von Organisationen und Strukturen aufgebaut. Und wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Bürgerinnenverfassungsrat, das wird etwas sein, das aus der Zivilgesellschaft kommen muss. Weil es ist nicht in der Verfassung vorgesehen und wir können das jetzt nicht sozusagen einfach irgendwie Hintertür, das wird schwierig. Ich möchte euch auch noch schnell eine Zahl geben, das ist nicht billig, wir brauchen 3 bis 4 Millionen Franken. Aber wenn ich mit Menschen über Geld gesprochen habe, also weniger Einzelpersonen als Stiftungen, das zahlen sie gerne, weil das finden sie alles etwas Gutes. Bürger in der Verfassungsrat, neue Form von Demokratie, oder? Dort habe ich gar keine Angst, dass die Mittel, oder? Und das Know-how, etwas, so etwas zu machen, in dieser skalierten Form auch, dass das möglich sein wird. Und eben wie gesagt, ich bin keine Fachperson für Bürgerinnenräte, also Prozesse, Moderation, so, oder? Aber es gibt ganz viele Menschen davon, die das gut können. Das heißt, das Ziel wäre, diese Abstimmung zu gewinnen mit diesem Versprechen. Und ich bin sehr sicher, dass wenn wir diese Abstimmung gewinnen, was schon ein riesiger Erfolg wäre, weil wir gewinnen gegen die Wirtschaft, ein paar größere Parteien, ein paar größere Interessengruppen. Wenn wir gewinnen, glaube ich, dann kriegen wir auch so einen Bürgerinnenverfassungsrat hin. Und es ist ein Prototyping, aber ich glaube, darum macht es auch noch viel mehr Spaß. Vielen Dank. Ja, ich teile den Enthusiasmus und auch die Analyse. Wenn du vielleicht noch ein bisschen besser oder eingehender erklären kannst, woher kommt diese Skepsis? Also du hast den Lobbyismus erwähnt. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann hat die Schweiz es zustande gebracht, sehr große Infrastrukturprojekte einzuleiten. Schon im 19. Jahrhundert, die Eisenbahnstrategie ist bei uns anders gelaufen als zum Beispiel in unseren Nachbarländern, wo man Kopfbahnhöfe mit X kompaniert hat. Wir haben die Grand Exchange in der Energiepolitik, in der öffentlichen Verkehr und so weiter, haben es zustande gebracht, Strategien zu implementieren. Weshalb, wer kann dagegen sein, dass man eine digitale Infrastrukturstrategie hat, à la Lettland oder Estland, die ja eigentlich für den Bürger und die Wirtschaft, die ganzen Teilnehmer in der Schweiz, nur Vorteile bietet. Also, du hast einen Ball an Michel gespielt, glaube ich. Okay. Und Michel, sagst du vielleicht noch etwas zu deinem Background? Ich weiß nicht, ob dich alle kennen, weil es ist auch noch interessant. Ja, also wir sind seit einem Jahr an diese Revolution, diese Verfassungsrevolution zusammen. Ich danke da dir, Daniel, für alles, was du machst. Du ziehst die ganze Sache nach vorne, es ist super, genial. Und wird noch einen Moment genial werden und bleiben. Du, für die Skeptis oder die Widerstände, ich glaube, ich habe drei identifiziert, weil ich probiere immer wieder, dieses Projekt zu verkaufen im Parlament und so. Einmal gibt es die Bürger. Die Bürger sagen, ja, das ist eine linke Geschichte, da Daniel Graf, Michel Wissou, das ist nur linke Bazillen, also damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja? Dann gibt es die Linke, die sagen, mit der Mehrheit heute, es ist viel zu gefährlich, wir öffnen eine Pandora-Box und wenn die SVP diese Mehrheit hat, da können sie in der neuen Verfassung viele Sachen, ich weiß nicht, eine Todesstrafe einführen. Nein, es ist nicht möglich, weil EMRK muss respektiert werden. Aber eben solche Legenden, das ist der zweite Widerstand. Und der dritte Widerstand kommt von den Kantonen, weil wir wissen, wir sind total blockiert in diese Aufgabenverteilung, in den geografische, die Größe der Kantone. Wir haben 6 Kantone, die unter 100.000 Einwohner haben, die kritische Masse ein bisschen mehr als Mikrofon nicht haben. Und alle spüren in den Kantonen, wenn etwas modernisiert wird, ein Update, das wird sicher nicht noch mehr Kompetenz bei den Kantonen im Digitalisierung zum Beispiel oder noch mehr kleinere Kantonen oder noch mehr Doppelmehrheit und so weiter. Und ich glaube, das spüren eine gewisse Kantone und das deswegen der Statu quo ist für sie einfach die Komfortzone. Aber das ist für mich noch keine Begründung, das nicht zu tun. Genau, ich würde noch mal erlauben, noch mal kurz auf diese Frage zurückzukommen. Die Geschichte mit der EID. Also ich lerne aus der Praxis. Ich lese meistens nicht viele Statistiken und Bücher lesen habe ich auch nicht viel Zeit. Darum eben, ich lerne aus der Praxis. Bei der EID habe ich nie verstanden, wie ist es möglich, dass wir
in den großen Parteien knapp eine Politikerin, Politiker haben, die irgendwas von der EID verstanden hat, also von der Dimension, bevor wir das Referendum gemacht haben. Ihr erinnert euch, das war auf Kurs, es hätte ein System gegeben, das niemand, auch glaube ich jetzt im Nachhinein, niemand wollte. Und warum ist es so? Ich glaube, da gibt es halt eine Dynamik, dass die Ressourcen für gewisse Themen einfach fehlen. Und vielleicht eben bei der Digitalisierung kann man fragen, wer ist die Pressure Group für die Zivilgesellschaft, oder? Eben digitale Rechte, Datenschutz, wer macht das, oder? Und wer in den Parteien ist da, fühlt sich verantwortlich? Und ich glaube, dort ist es schon eine Antwort, wenn es um diese Bereiche geht. Warum, dass die digitale Infrastruktur, die ja für die Wirtschaft, oder? Für die Verteidigung, also sorry, ich sage es jetzt laut, aber irgendwie auch irgendwann die Sicherung, oder? Dass niemand sich darum kümmert, I don't know. Dort, das übersteigt jetzt meine Möglichkeiten, eine Antwort zu geben. Aber wir sind ja da. Wir Bürgerinnen und Bürger, wenn wir das merken, dass etwas fehlt, wir sind ja da und wir haben halt ein Tool, wo wir eben auch sagen könnten, ja, eben, Schlusswort, Schlusspunkt, Update. Genau, das war der Schlusspunkt zum Schlusswort zum Schlusspunkt. Unsere Zeit ist leider um. Daniel ist vielleicht in der Pause auch noch verfügbar. Nochmal ganz herzlichen Dank an diesen tollen Vortrag und auch eure tollen Fragen. Und dann ist Pause.